Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's um den Auspuff vom Fiesta. Wir straight piken ihn heute. Genau, sprich, der Original Cut, Downpipe, whatever, kommt raus. Diesmal kommt meine alte Downpipe rein. Schauen wir mal, ob man da irgendwas. Man sieht schön, da ist nichts mehr drinnen. Den Mittelschalldämpfer, der ist ja eigentlich schon leer. Da ist halt ein Rohr drinnen, aber diesmal setze ich dann durch ein komplettes Rohr einfach. Und dann werde ich noch den Endschalldämpfer auch noch öffnen, denke ich mal, und dann mal reingucken. So, Mittelschalldämpfer schon mal rausgetrennt. Ja, ganz normales Vorgehen. Ich messe mir jetzt einfach, wie lang der Mittelschalldämpfer war, beziehungsweise die Trennpunkte. Nimm dann mein Stahlrohr, schneid mir das raus, schweiß es ein, dann habe ich schon mal Mittelschalldämpfer straight. So. Jetzt geht es gerade einfach. Aber später dann, wenn es wieder zur Downpipe geht, hoffe ich nicht, dass es wieder das gleiche Gefick ist wie bei Max. Aber ich denke mal, das wird hinhauen. Weil so oft, wie ich da schon die Downpipe gewechselt habe, sollte die eigentlich freigängig sein. Rohr abgetrennt. Mein neuer Mittelschalldämpfer ist auch schon, also es passt alles. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich das kleine Stück irgendwie rausbekomme. Weil die sind irgendwie zusammengegammelt. Und dann kann ich eigentlich schon festbrutzeln. Dann wird es hier drin auch endlich mal ein bisschen warm. Weil natürlich, ich war so schlau und habe auch kein Gas gekauft. Jetzt habe ich einmal alles verschliffen. Wie ihr sehen könnt, da ist die Schweißnaht. Einmal verschliffen, durchgeleuchtet, um zu schauen, ob ich irgendwo noch irgendwelche Löcher habe. Habe ich aber nicht. Also alles cool. Jetzt geht's an den Auspuff. Schalldämpfer ist fertig. Man zieht es auch. TÜV geprüft, der Scheinwerfer. Hä? Mit E1. Wichtig. Den habe ich ja gemacht. Jetzt kommt der Endschalldämpfer. Da ist jetzt der Plan. Ich mache einfach jetzt mal so ganz typisch das Viereck rein. Schau mir das Ganze an, wie das dann aufgebaut ist. Wahrscheinlich werde ich dann die ganze, also wenn das so aufgebaut ist, wie ich denke, werde ich dann die ganze Wolle rausnehmen und ein Rohr einsetzen. Naja, was soll ich sagen? Ist jetzt nicht mehr viel übrig von dem Auspuff. Ich habe jetzt einfach, also wo ich den aufgemacht habe, habe ich schon gesehen, dass das Teil hinten gar nicht mehr befestigt war. Also habe ich mir jetzt kurz gedacht, machst einfach das ganze Ding auf, schneidest wieder ein Rohr in die Länge. Das Einzige, was dann hässlich sein wird, der Topf hier hinten, wo auch der Halter dran ist, der wird bleiben. Einfach nur, dass ich hinten halt einen Auspuffhalter habe. Jo. So, eigentlich nur noch zweimal schweißen und dann können wir das ganze Ding schon einbauen. BMW ist jetzt wieder an erstmal seinem Platz. Da ist das ganze Auspuffgedöns. Wir fangen an. Also, dadurch, dass ich den ja schon öfter draußen hatte, ist ja hier schon mal die Halterung weg. Das heißt, ich habe nur die drei Schrauben zu lösen. Einmal die Lambda-Sonde zu lösen, oben Vorkat-Sonde. Und dann ist das Ding auch schon in meiner Hand. Sollte eigentlich eine schnelle Nummer werden. Ich will nichts verschreien. Da ist jetzt die volle Downpipe. Hier gucken, Turbo, Downpipe, hier, schauen wir mal, ob man das sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, was die
Kamera macht. Genau. Auf jeden Fall ist das jetzt die volle. Die kommt weg. Jetzt noch schnell die Lambda-Sonden abschrauben. Die Lambda-Sonden an die andere. Die Downpipe ist drinnen. Sieht man das? Sieht man das nicht? Ich sehe es. Okay. Jetzt heißt es Puzzle spielen, das hinter. Und dann gibt es schon einen Soundcheck. Ich habe es geschafft. Sie ist drin. Die 3 Zoll Anaconda. Geht einmal durch. Zap, zap. Zap und raus. Genau. Endblenden kann ich noch nicht hinmachen. Die liegen beim Jamie. Jetzt mache ich noch schnell beide Lambdas unten wieder fest. Beziehungsweise nur die Stecker rein. Und dann machen wir schon den ersten Soundcheck, würde ich sagen. Ich bin schon gespannt. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Hört sich an wie ein Traktor. Auf jeden Fall schätze ich mal, wenn er heiß ist oder warm ist, dass er dann auch seine Flammen schießen wird wieder. Genau. Damit ist das Video zu Ende. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall lasst ein Like da, ein Abo, kommentiert das Video, sagt, ich bin scheiße oder was weiß ich, ist mir egal. Und bis dahin ein schönes Wochenende.